Und somit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ranch Simulator. Folge Nummer 15 müsste das sein. Und ich begrüße euch. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Der gute Billy ist heute ein bisschen faul. Es ist schon 8:25 Uhr. Er hat eigentlich gar keinen Bock aufzustehen. Aber wir haben trächtige Schweine draußen und die wollen gefüttert werden. Und somit. Somit auf geht's. So. In der letzten Folge haben wir fleißig die Schweine rübergebracht in der Nacht- und Nebelaktion. Heute versuchen wir den Zaun zu bauen. Und, ja, erstmal ins Essen kacken. Die zwei Kollegen hier, die müssen wir ja weiter betreuen. Die haben noch einen Ticken Wasser, haben die noch. Weil die ja noch mal werfen. Wie sieht's hier aus? Ihr braucht auch Essen. Okay, ich hol mal erstmal Essen. So. Uappa. Du bleibst hier. Hier füllt ihr auch noch ein bisschen. Alter! Schon aufgefressen. Spinnt ihr? Sag mal. Hör mal, hör mal. So. Ja, nee. Kollege. Das war nicht der Deal. Komm her. Komm. Ich baue euch ja den Ding gleich fertig, aber dazu muss ich arbeiten können. So, Moment. So. Ein Sack geht, glaube ich, noch rein. So, Alter, wie schnell die das wegfressen. Das ist unfassbar. Okay, dann haben wir noch einen Sack übrig. Mal gucken, wie es hier aussieht. Ja, hier ist natürlich auch leer. Okay, jetzt weiß ich zumindest, dass wir nichts verlieren, wenn wir die Dinger auffüllen, ne? Schon mal gut zu wissen. So, dann haben wir hier. Mit den zwei habe ich halt fast am meisten Angst, ne? Dann können wir das Ding ja auch wieder füllen. So, jetzt. Digga, du kommst hier gar nicht raus. Ist dir bewusst, ne? Das Schwein so, ja, aber du auch nicht. Komm jetzt weg da. Komm weg. Hier, komm her. Du kommst da auch nicht raus. Du bist zu fett, Alter. So, danke. Aber ich. Nein. Ich will raus. So. Und jetzt kommt das Schönste, Wasser aus dem Brunnen holen. Den Brunnen, den wir gebaut haben. Aus Deko-Gründen. So, runter damit. Versuch's mal. Von der Seite aus kann ich da ein bisschen besser drehen. Wenn ich ganz langsam. Ja, es geht schon ein bisschen besser. Du. So, einmal hier, zack. Das wird nicht reichen, aber immerhin ein bisschen Wasser schon mal. Ah, die haben sogar noch. Okay. So, Moment, muss mal kurz hier. So. Nochmal Wasser holen. Die Schweine haben, die Hühner haben. Hinten die Schweine noch in der neuen Scheune. Ich hasse diesen Brunnen. So. Und dann machen wir uns ans Bauen, würde ich sagen. So, guck mal hier. Ach, ihr hättet eigentlich auch noch Wasser gehabt. Haben wir denn jetzt? Ne, der Eimer ist leer. Den muss ich jetzt noch voll machen für die anderen Dinger. Für die kleinen Küken. Dann haben alle Essen und Trinken schon mal. So, haben wir hier eigentlich noch Holz? Ja, ne?
Das können wir gleich mit rüber. Nee, können wir nicht, weil wir ja nicht zwei Sachen tragen können. Come on. Come on. Hier, komm. So. Schön lecker grünes Wasser. So, was wir auch noch mal gucken können, ist hier, ob es denn da noch ein bisschen Nachwuchs gab. Nee, ne? Ah, doch. Hier der Kollege. Der Kollege. Den schmeißen wir mal hier rein. Guck mal, neuer Kollege. Hier. Und dann brauchen wir noch den Korb und gucken, ob da noch was ist. Guck mal. Ey. Da uns niemand angreift, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass die Dinger nicht befruchtet sind, ne? Alles cool? Alles cool? Und den einen Hahn können wir doch verkaufen. Oder nicht? Wir haben ja jetzt zwei. Oder ist einer tot oder so? Bin verwirrt. Ach, du bist der andere Hahn. Genau. Was? Wir lassen den trotzdem noch hier, aber du kommst mit. Weil wir brauchen keine zwei Hähne. Und ich glaube, du bringst eine Menge Kohle. Warum kann ich nur so lang... Warum kann ich nicht rennen mit dem Hahn? So, zack. Dann haben wir irgendwo haben wir noch eine Kühlbox mit Fleisch. Die nehmen wir auch mal mit. Bisschen Beerenfleisch. Dann haben wir hier nix. Dann haben wir hier noch ein bisschen Fleisch. Jetzt auch die Scheiße wegschippen. Die Dinger kann ich vielleicht auch verkaufen. Ich weiß es nicht. Nehmen die mal mit, weil die sind ja eh leer. So. Voilà. Komm. Und dann holen wir noch kurz das Holz hier. Metall habe ich. Wo habe ich das Metall hingelegt? Auch da hinten irgendwo beim Baum, ne? Ich will mal kurz gucken, was das Ding hier denn. Zement und 125 Metall. Und 150 Metall. Okay, das geht eigentlich ja noch. Gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Können wir das hier eigentlich schon mal reinballern? Sind ja noch 5. Was ist denn wichtiger? Butter eigentlich, ne? Nee, Wasser. So. Kohle haben wir? $33. Na toll. Ja, ich hoffe, der Hahn gibt ein bisschen Kohle. Ich hoffe, die komischen Fässer geben ein bisschen Kohle. Ja. Ist der Hahn noch drauf? Ja, klar. Unser erster Zuchthahn, ne? Also, er müsste doch schon ein bisschen Kohle geben, so. Ich meine, ja, ist ein Prachtkerlchen. Alter, wir haben schon wieder 3 Uhr im Real Life. Immer noch dieselbe Aufnahmesession, by the way. Weil wir wissen nämlich da immer ein paar Folgen hintereinander auf. Was leider beinhaltet, dass ich nicht auf die Kommentare eingehen kann. Also nicht immer sofort. Lesen tue ich die trotzdem. Immer.
Dementsprechend könnt ihr auch gerne welche schreiben und auch mal ein Abo dalassen. So, falls ihr das noch nicht getan habt, ne? $100. Alter, der kostet 250 und wenn wir einen züchten, gibt es nur 100. Come on. Oh, $2. Wow. Ja, ciao. Gut, jetzt haben wir $197. Das heißt, und wir haben noch eine Kühlbox dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ja. Na du? Öfter hier? Ging das? Ja, das ging. Alright. Zu hin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zack. Und vorbei. Ich habe das Gefühl, ich bin nur noch am Futterfahren für die Dinger, ne? Ja. Wir müssten eigentlich auch mal gucken, wenn wir. Jetzt haben wir ja. Jetzt haben wir ja ein Haus. Jetzt können wir eigentlich mal die ganzen Wurstverarbeitungs-Produktionssachen schon mal Richtung Haus bewegen. Denn wir werden in Zukunft noch viel, viel hochwertigere Produkte produzieren, die wir dann noch teurer verkaufen. Und dann ist hier richtig Reibach und dann holen wir uns ein Pferd und sind ein richtiger Cowboy. Kühe, Schafe, ich weiß gar nicht, gibt es Schafe? So. Soweit, so gut. Wie sieht's aus? Ihr habt noch, ne? Ne, ihr habt nicht mehr. So, jetzt habt ihr wieder. Sieht's hier aus? Ihr habt noch, ne? Okay, ich stelle euch hier trotzdem mal einen Sack hin. Für den Fall der Fälle. Die eine Kühlbox kann ich aber eigentlich mitnehmen, wenn der Kollege mal weg vom Tor geht. Ach scheiße, da wäre ja auch noch Schweinefleisch gewesen. Naja. Die kann ich gleich mal ins Haus räumen. Denn da brauchen wir sie gleich. Aber. Ja, warte. Ordnung muss sein. Boing. Come on. Machst du einmal kurz das scheiß Tor auf und schon ist ein Schwein draußen. Komm her, komm. Hä? Fangen wir gleich an. So. Und machen ein bisschen Holz, damit wir den Zaun. Den wollte ich eigentlich heute fertig kriegen, ne? Nun ja. Es ist halt immer viel zu tun auf der Farm, ne? Also. Was soll ich sagen? So, hey Rico. Nicht ins Haus, ne? Habe ich dir gesagt. So, dann richten wir uns hier mal eine Küche ein. So, komm, erstmal alles rein. Nicht da. Warum? Einfach zu fett. Typischer. Nee, ich sag's jetzt nicht. Ob das Spiel in Amerika spielt? So, einräumen können wir später. Wir brauchen jetzt Holz und zwar eine Menge.
Einmal die Säge. So, Benzin haben wir noch. Hier ist alles voll mit den kleinen. Hier so könnten wir so langsam mal ein bisschen roden, ne? Glaube ich. Weil hier kommt ja später dann das ganze Kuhding hin. Ich habe nur zwei Stämme. Diesen Riesenbaum. Manchmal das Spiel mich auch verarschen. Dann kommt so ein kleiner und gibt drei oder wie? Ja, oder ein. So. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Boah, können wir noch mal so machen hier. Komm her. Komm her. So. Du musst auch weg. Tut mir leid. Du auch. So. Ach, der gibt sogar vier. Okay. So, dann schmeißen wir mal an die Mühle hier. Zack. Wird das reichen? We will see, we will see. So, schöner Haufen hier. Habe ich nicht mal gesagt, für den Rest der Bauten holen wir uns die neue Maschine? Ja gut. Nee, bei der nächsten Scheune. Jetzt liegt es noch nicht drin. Ich meine, wir haben noch 17 Dollar. Aber unser ganzes Investment ist da drüben, ne? Darf man nicht vergessen. Das sind x-tausend Dollar in Schwein. Investieren Sie in Schweine, meine Freunde. Investieren Sie heute noch in Schweine, meine Damen und Herren. Habe ich eigentlich hier auch... Was ist denn hier drauf? Ja, hallo. Na? Okay. Ach ja. Hey. Aber schön ist es, ne? Es könnte auch irgendwo in der Schweiz sein. Berner Oberland. Guck mal. Wenn du so guckst.
frage mich halt wirklich, welches Land das darstellen soll. Wahrscheinlich Kanada, ne? Oder so. Oder USA irgendwo in den Rockies. I don't know. Hey Rico. Ey, wenn wir den Scheißzaun damit nicht fertig kriegen, ne, dann lege ich ein Ei. Nee, das müsste eigentlich, also... Sind das immer vier, glaube ich, ne? Ja. Kriegen wir hin. Und sonst so, was habt ihr heute gemacht, Leute? Ich kann ja mal von mir sagen, wir haben jetzt 3 Uhr morgens und ich muss ein bisschen wach bleiben mal wieder, weil ich am Wochenende, also morgen, einen Auftritt habe. Da spiele ich zwar ziemlich spät von der Playtime her, muss aber ziemlich früh schon da sein. Das heißt, es wird ein langer Abend. Dementsprechend muss ich jetzt so lange wie möglich wach bleiben. Damit ich morgen lange schlafe, damit ich abends dann fit bin, ne? Also nachts. Was macht ihr eigentlich so beruflich? Das würde mich auch mal interessieren, wenn sich die Videos anschaut hier. Was ihr so beruflich macht, wo ihr die Videos guckt, auf der Arbeit, abends im Bett zum Einschlafen, wenn ja. Hallo! Ist los. Im Büro, auf dem Bau. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr so beruflich macht. Was ihr, wenn ihr noch zur Schule geht, was ihr mal machen wollt. Später. Würde mich echt interessieren. So. Ah ja, nimm den. So. Das war's dann, ne? Der letzte. Ey, wenn das nicht reicht. Und zack. Aus die Maus. Und wieder ein paar Dollar gespart und die Natur kaputt gemacht. Ach. Ui. Bäume machen ja nur die Luft, die wir zum Atmen brauchen. Das ist ja nicht so schlimm. Ich sage euch, wenn die Menschheit, ne, wenn Bäume WLAN ausstrahlen würden, würden wir aufhören, Bäume umzunieten. Aber sie machen ja nur Luft. So, oder machen die Luft sauber. Besser. Ne? Nee, eigentlich machen sie Sauerstoff. Oder wie war das genau? Hier, Photosynthese, die ist da, Ananas. So. Willst du mal irgendwie, genau, stell dich mal dahin. So. Du. Wir kriegen den scheiß Zaun fertig, das gibt's doch nicht. Wir kriegen den Zaun fertig. Wir können gleich die Schweine rauslassen. Also, zumindest hier raus. Egal. Wir haben es geschafft. Ich hoffe nur, die kommen hier nicht durch. Boah, ist das schön. Guckt euch das mal an. Alter. Das ist ein Thumbnail-Wert. Und ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, ihr Schlawiner. Weil das wahrscheinlich das Thumbnail dieser Folge ist. Hehe. Gut. Cool. Ja, dann lassen wir die Viecher mal raus, ne? Würde ich sagen. Jetzt haben wir nämlich eine doppelte Schleuse, theoretisch. Guck mal, Schweinis.
Könnt raus. Alter. Einfach unfassbar, was die Viecher fressen. Und ich glaube, wir haben schon bald wieder so Kandidaten, die mal, ne, zum Onkel Fleischwolf besuchen waren. So, dann den letzten Sack, den nehme ich mal mit. Jetzt haben wir natürlich dasselbe Problem dann hier, ne, jeweils. Wo ist das Tor? Hier. Müssen wir auch immer aufpassen, dass keiner rausrennt. Wie sieht's bei euch aus? Ach, da ist auch ein Huhn fertig, sage ich schon. Weh. Hier. Hier. So, Kollege. Guck mal, ich habe ein neues Zuhause für dich. Du ziehst um. Fertig, Jugendknast. Genau. Müssen wir halt immer, wenn wir da hinten rein wollen. Bei den Kackschweinen durch, ne? Das ist halt jetzt so. Dafür können die eigentlich alle zusammenleben, wenn sie denn wollen würden. Ihr habt auch nicht mehr sehr viel, ne? Ihr habt kein Wasser mehr? Ne, kein Futter mehr. Ach, scheiße. Das geht? Auch nur manchmal, ne? Mit Speed? Ja, okay. Das ist gut. Ja, ich hoffe, die sterben nicht bis morgen. Und wir haben schon wieder kein Futter mehr und keine Kohle mehr. Und es ist einfach... Oh, ich will doch nur reich sein. Gut, aber das ist Zukunfts... Ich kann nicht mehr reden. Das ist Zukunfts-Timos sein Problem. Den Typen, also den beneide ich echt nicht, das kann ich euch schon mal sagen. Weil, dass der alles noch machen muss. So, aber ich glaube, das war's für heute. Ich sag erstmal vielen, vielen Dank und ich mach mal hier Spiel speichern. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal so einen Daumen da. Oder ein Abo, Kommentar, ne, und so weiter. Ihr wisst, wie es läuft. Kuss auf die Nuss. Vielen, vielen Dank. Bis gleich. Timochi. Ciao.